und herzlich willkommen heute zu einem Baby-Update, was gewünscht war von der Katrin, die mich gefragt hat: Hör mal, Silke, mach mal ein Update zu deiner Tochter, wie es ihr geht, ob du noch stillst, wie es läuft mit Baby-Led-Weaning und so weiter und so fort. Zwischendurch hat mich auch jemand zum Thema Stoffwindeln gefragt. Daher jetzt hier ein Baby-Update zu meiner jetzt 7,5-jährigen Tochter Lilly. Und auch dieses Video wird präsentiert vom Raus aus der Lustfalle DIY, der Selbstlernkurs zum Raus aus der Lustfalle-Programm. So, Lilly ist jetzt im Laufstall. Man sieht sie nicht, aber man sieht ihren Schopf. Und ich hoffe, dass es so bleibt, dass sie sich da auch ruhig verhält. Sie ist 7,5 Monate alt und sie entwickelt sich prächtig. Und wenn das im Laufstall nicht klappt, dann muss ich sie zwischendurch holen und unterbrechen. Sie entwickelt sich prächtig, wie gesagt. Und es wäre wohl auch eine Katastrophe, wenn das nicht so wäre. Denn dann würde man mir einerseits unterstellen, dass das so ist, weil ich gegen Corona geimpft wurde, während ich schwanger war. Oder weil ich mich vegan ernährt habe in Schwangerschaft und Stillzeit. Ich habe eine Kommilitonin, deren Sohn 5 Tage vor Lilly geboren ist, die bei mir um die Ecke wohnt. Und wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen mit Babys vorm Bauch im Park. Und seitdem haben wir näheren Kontakt. Und ihr Sohn ist mit nur 2,5 Kilo zur Welt gekommen, mit einer Herzrhythmusstörung. Und kann jetzt mit 7,5 Monaten noch gar nichts außer krabbeln, während Lilly sich mit 6 Monaten und 1 Woche schon an allem hochgezogen hat. Und wenn meine Tochter nur 2,5 Kilo wiegen würde und nichts könnte, würden alle sagen: Siehst du, das ist, weil du dich vegan ernährst. Und das siehst du, das ist, weil du dich gegen Corona impfen lassen hast. Ist alles nicht so. Sie entwickelt sich prächtig. Sie steht nicht gerne im Laufstall, beziehungsweise sie zieht sich dann hoch. Ich hole sie mal. Ja, du willst auch vor die Kamera, ne? Ja, wenn wir schon über dich reden, dann musst du auch da sein. So, da ist die wunderbare Engeline Lilly. Ja, alle Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt waren unauffällig. Wir haben alle Impfungen mitgemacht. Ich stille. So, da hat Lilly irgendeine Taste gedrückt und das Video ausgeschaltet. Okay, nochmal zurück. Also alle Vorsorgeuntersuchungen waren unauffällig. Ich stille nach Bedarf. Ich stille bei jeder Gelegenheit. Ich stille zu jedem Anlass. Die Empfehlung habe ich dem Stilllexikon entnommen. Das ist eine Webseite also im Internet, die sehr fundiert ist, sehr wissenschaftlich arbeitet. Alles ist mit Studien belegt. Das heißt, ich still sie nicht nur, wenn sie Hunger hat, ich still sie auch, wenn sie weint. Ich still sie zum Einschlafen. Ich still sie, wenn sie müde wird. Also ich still sie dann abends zum Einschlafen. Ich still sie aber auch. Wenn ich merke, dass sie müde wird, dann lege ich sie an und dann schläft sie auf mir drauf. Also sie schläft weitestgehend immer noch auf mir, an mir und neben mir. Außer seit wir den Buggy haben, schläft sie auch da, was ich eigentlich nicht mag. Also ich habe sie getragen im Tragetuch bis jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr waren unglaublich günstige Buggy-Angebote im Internet, also wahrscheinlich alles Mögliche, ne? Weil Weihnachtszeit vorbei, die haben noch Reste und so weiter. Also ich habe einen Buggy gekauft, einen Reisebuggy mit 42% Rabatt, der nur 6 Kilo wiegt. Und weil sie da schon ziemlich gut saß, jetzt sitzt sie perfekt, also ganz alleine, habe ich sie dann da ab Anfang Januar erstmal im Buggy transportiert. Sie hat den sehr gut angenommen, sie fand es ganz toll, dass sie nach vorne gucken konnte, das hat sie am Tuch vorher schon immer gestört. Und jetzt schläft sie, wenn sie müde ist, auch im Buggy einfach so ein. Und das raubt mir die Zeit, arbeiten zu können. Denn bisher war es immer so, dass sie auf mir drauf eingeschlafen ist und dann konnte ich auch im Bett liegen und immer noch am Computer irgendwas machen oder Morgenseiten schreiben oder sonst was. Das geht nicht, wenn sie unterwegs schläft. So, ja, ich stille, wie gesagt, nach Bedarf. Und achso, die Sache ist die mit dem Entwöhnen. Da denke ich halt auch dauernd drüber nach, weil einerseits denke ich, okay, wenn sie weint oder wenn sie müde ist und ich gebe ihr was zu essen, dann wird sie ja so geprägt, dass sie dann immer, wenn sie müde wird oder traurig ist, dass sie dann anfängt zu essen. Nee, die Sache ist, die Entwöhnung läuft so. Wenn sie traurig ist oder müde ist, wird, wenn man entwöhnt, die Mama ist dann immer noch da, das Essen kommt weg. Wisst ihr, was ich meine? Die meisten Mütter machen es so, die dann esssüchtige Kinder produzieren, ist,
die Mama geht weg und das Essen bleibt als Trost weiter da. Und das ist genau die falsche Entwöhnung. Das ist Entwöhnung von der Mama und nicht Entwöhnung von dem Essen. Also, das soll wohl keine Essstörung oder Esssucht oder Prägung des Emotionen mit Essenregulierens produzieren. Daher sehe ich da kein Problem drin, das Kind zu jeder Gelegenheit zu stillen, wenn es gestillt werden möchte. Ich stille im Übrigen auch sehr gerne. Ich finde, das macht mir Spaß. Außer, dass es jetzt echt so ist, dass ich fresse wie bekloppt, finde ich. Weil das, was sie zusätzlich isst, sind ja nur ein paar Löffelchen. Hier, guck, da bist du. Sind nur ein paar Löffelchen. Und so 800 Kalorien oder so muss sie locker aus Muttermilch beziehen. Immer noch. Was mich dazu führt, dass ich ein Online-Seminar, ein sechsteiliges, belegt habe zum Thema Kinderernährung. Vom Geburt an bis zum ersten Lebensjahr quasi. Das war vom Netzwerk Gesund ins Leben und das war angeboten kostenlos für Leute, die irgendwas im Rahmen, ne, der Versorgung von Babys machen. Und ich als Ärztin habe mich da halt dann auch angemeldet. Es waren ein paar Ökotrophologen dabei, Stillberaterinnen, Hebammen und solche Leute. Und auch einige, die ebenfalls so ein kleines Würmchen hatten und wohl mehr lernen wollten. Und da habe ich dann gelernt, wie in Deutschland die Beikost empfohlen wird, ne? Nämlich mit erst Brei mittags, dann Brei abends, dann Brei nachmittags, abends und morgens noch stillen. Und dass Baby-led Weaning eben nicht empfohlen ist, was aber nichts macht. Denn auch hier wieder das Stilllexikon, das da sehr viel drüber wusste, Baby-led Weaning funktioniert. Ah, da komme ich später nochmal zu, in einem anderen Video. Funktioniert dann, wenn man dem Kind gezielt die Sachen anbietet, die auch die Nährstoffe enthalten, die das Kind dann auch braucht. Und das kann gegebenenfalls Eisen sein. Aber da komme ich dann in einem anderen Video nochmal drauf, denn das ist komplizierter. Jetzt gibt es nur ein Baby-Update. Nichtsdestotrotz, wie das Netzwerk Gesund ins Leben es empfiehlt, nimmt Lilly es nicht an. Also Brei findet sie hochgradig ungeil. Sie hat eigentlich nur Interesse an meinem Essen. Sie nimmt manchmal, probiert sie das, aber dann isst sie halt auch nur 6, 7, 8 Löffelchen und den Rest des Breis schütte ich dann in mein Essen. Vor allem, weil in einem Babybrei ein ganzer Esslöffel Öl drin ist. Der rundet dann mein Essen ordentlich ab und gibt dem nochmal ordentlich, ne, Belohnungskram. Reicht aber nicht, um so geil zu sein, dass Lilly es gut findet. Eher so, dass sie lieber Avocados isst sie ganz gerne. Sie isst doch Bananen ganz gern. Und sie spielt auch gerne mit Essen. Oh, und jetzt findet sie alles wieder doof. Hat sich aber auch schon mal die Pfoten da dran verbrannt. Das heißt, also was heißt Baby-led Weaning? Baby-led Weaning ist ja eigentlich, dass die nur Fingerfood essen. Ich habe ja aber auch Essen von mir schon mal zermatscht. Ich habe es ihr angeboten zu drauf rumkauen. Ich mache eigentlich so alles. Also je nachdem, was sie annimmt. Die Regel ist nämlich so, vom Netzwerk Gesund ins Leben, du entscheidest, was dein Kind isst und dein Kind entscheidet, wie viel es davon isst. Und wenn es gar nichts isst, ist das auch okay. Und Bananen gehen aber eigentlich fast immer, was vielleicht damit zusammenhängt, dass sie ein Antiblähungsmittel, Velgastin, bekommen hat, was Bananengeschmack hat, was sie schon bekommen hat, als sie noch gar keine Banane essen konnte. So dass sie einfach auch Banane geprägt ist. Aber ich esse ja auch viel Banane. So, was müssen wir noch besprechen? Windeln müssen wir noch besprechen. Da bin ich gefragt worden, wickelst du nicht mehr mit Stoff? Nee, ich wickel nicht mehr mit Stoff. Es tut mir leid, liebe Umwelt. Es war so, Stoffwindeln. In Stoffwindeln merkt Lilly sofort, wenn sie nass ist und fängt dann an zu schreien. Das war schon mit 2 oder 3 Monaten oder so. Und das hat irgendwann mal dazu geführt, dass ich in 2 Stunden sie 4-mal wickeln musste und das auf dem Bett und ich mega Rückenschmerzen hatte, weil ich hab ja keinen Wickeltisch. Und im Krankenhaus kann man die Betten hochfahren auf Arbeitshöhe, wenn man denen eine neue Schutzhose anzieht, wie es da heißt. Mit meinem Bett geht das nicht. Also tat mir der Rücken weh und es war mir zu anstrengend. Und ich fand, dass ich als Alleinerziehende
die halt wirklich immer alleine mit dem Kind ist, mir diese Erleichterung, diese Erleichterung erschaffen darf. Du brauchst mal Spielzeug, dass ich eben Wegwerfwindeln verwende. Und das war dann noch mal geiler, als sie die Größe 3 hatte. Und die Größe ab Größe 3 steht auf der Verpackung, hält trocken bis zu 12 Stunden. Und das war dann der Moment, wo ich nachts nicht mehr wickeln musste. Was eine Katastrophe war für den Kater, denn wenn ich nachts das Licht anmache, um sie zu wickeln, kommt der Kater ja auf die Idee, Mau zu sagen, Mau, 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 und dann Essen haben zu wollen. Dem Kater geht es übrigens auch weiterhin hervorragend. Der ist ja aufgeblüht durch Lillys Geburt. Der ist jetzt nicht mehr klapperdürr. Aber er ist immer noch alt, einfach. Er wird, wenn er es so lange schafft, in 3 Monaten 21. Also momentan sieht nichts danach aus, dass er irgendwie abbaut. Sonst noch was? Stillen? Ach so, genau. Nämlich, wenn man nach Bedarf stillt, dann funktioniert, wie ich im Stilllexikon gelesen habe, diese Geschichte mit der Beikosteinführung, wie das Netzwerk gesund ins Leben, das empfiehlt wohl nicht. Das funktioniert dann, wenn man angerührte Flaschenmahlzeiten ersetzen will. Da hat man dann spezielle Rhythmen, alle 3 Stunden oder so kriegt das Kind ein Fläschchen, da kann man einfach eine Flasche austauschen gegen eine Freimahlzeit. Wenn man nach Bedarf stillt, ist alles völlig willkürlich. Und dann isst das Kind mal viel und mal wenig und trinkt mal viel und mal wenig. Leider ist es dann trotzdem manchmal so, dass meine Brüste leer sind, sie aber noch Hunger hat und das dann nicht geht. Und dann muss ich irgendwo was herzaubern. Das ist dann wieder doof. In der Regel koche ich Brei. Lass mich mal ausreden. In der Regel koche ich Brei selber. Und dann, wenn er fertig und die passende Temperatur hat, will sie den nicht. In solchen Situationen können Gläschen vielleicht besser sein. Aber da habe ich noch keine gekauft. Die waren mir zu teuer. Also irgendwie Bio-Gläschen, die 1,45 Meter, wenn ich für 1 Euro ein ganzes Kilo Möhren bekomme. Also so. Ja. Daher ist die Empfehlung der WHO zum Stillen und zur Beikost nämlich eine andere als vom Netzwerk Gesund ins Leben. Das Netzwerk für Gesund ins Leben übrigens, das wird direkt finanziert vom Ernährungsministerium. Und ist somit die offizielle Staatsempfehlung Deutschlands. Die WHO sagt, man soll dem Kind ein bis zweimal am Tag Essen anbieten. Wenn es das dann nicht will, ist auch gut. Und es hängt halt davon ab, vom Eisenstatus des Kindes, wie lange man es ausschließlich stillen kann. Aber da muss ich ein anderes Video drüber drehen. Und ich drehe da irgendwann nochmal ein anderes Video. Das fand ich total erhellend. Ist besonders wichtig für vegetarische und vegane Mütter. Ja, und der Plan ist, so lange weiter zu stillen, wie Lilly will. Also ich finde Stillen gut. Mir macht das Spaß, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass dann Bindungshormone und sonstige Hormone ausgeschüttet werden. Dem Kind macht es auch Spaß. Und ich kann mir ehrlich gesagt keine Situation vorstellen, unter der ich es lassen würde. Es heißt immer, solange Mutter und Kind es wollen, kann man einfach weiter stillen. Völlig egal, wie lange. Auch über 2 Jahre hinaus oder so. Das gucken wir mal. Hab ich noch was vergessen? Was Wichtiges über dich. Sie ist gestürzt auf das Gesicht. Sie stürzt leider dauernd, weil sie mit 6 Monaten und einer Woche in der Lage war, sich hochzuziehen. Also alles prächtig. Das war's. Ich hoffe, das war das, was ihr hören wolltet. Ich hoffe, sie hat nicht zu sehr gestört. Sie kommt nach mir. Also charakterlich kommt sie eindeutig nach mir. Ich glaube, das ist psychosomatisch. So, wenn noch zusätzliche Fragen sind, gerne unten drunter. Ich sag ciao. Sagst du auch ciao, bis vor das Video zu Ende ist, ne? Eure Silke und die kleine Lilly.